Name ist Jörg Albinus. Ich bin bei der DB Kommunikationstechnik tätig und bin hier auf dem Messzug als Gutachter für das Eisenbahnbundesamt tätig. Ja, wir sind auf dem Messzug 1 von der DBKT und der Messzug ist ausgerüstet für die Funkmessungen auf den Strecken der Deutschen Bahn. Es ist natürlich ganz toll, hier auch so am Anfang hier mit dieser Strecke befahren zu können, weil man ja doch noch ziemlich mit den Bauarbeiten konfrontiert ist. Wir ständig erleben, dass wir auch mal zwischendurch anhalten müssen, um irgendwelche Bauleute da aus dem Gleis zu schicken. Es werden heute Messungen für das GSMR-Funknetz durchgeführt. GSMR ist das Funknetz für die Bahn, also basierend auf dem GSM-Standard, speziell angepasst für Bahnanwendungen und deshalb das GSM mit dem R wie Rail dahinter. Auf der Strecke sind jetzt 25 Basisstationen neu installiert, die teilweise in den Tunnels mit den Antennen installiert wurden, teilweise auf Funkmasten, je nach Bedarf. Die 25 Stationen sind jetzt im Testbetrieb heute und wir messen jetzt die Funkausbreitung, so wie sie von den 25 Stationen jetzt hier versorgt wird. Anforderungen speziell an die Neubaustrecke hier mit ETCS Level 2 ohne Signale sind bezüglich dieser Funkausleuchtung sehr hoch. Die Funkausleuchtung wird geprüft, indem alle 10 cm ein Messwert aufgenommen wird auf der Strecke. Und wir benötigen hier eine Funkversorgung von minus 92 dBm. Und die Basisstationen werden dahingehend jetzt gemessen, ob sie genau diese Kriterien erfüllen. Also die minus 92, das ist der Funkversorgungspegel auf dieser Strecke. Der Funk, insbesondere GSMR, ist im Prinzip die Übertragungsplattform. Auf dieser Plattform werden die Funksignale für das EDCS-System übertragen. Und die ganze Signalisierung zwischen den ESTW und dem Zug basiert ja auf dieser Funkübertragung. Sämtliche Signalisierung zu den Zügen, also Fahrbefehle und so weiter, werden ausschließlich über Funk abgewickelt. Also man hat eine geplante Verfügbarkeit von 99,992%. Es gibt auf der festnetzseitigen Anbindung auf jeden Fall die Rückfallebene und im Funk gibt es dadurch, dass es ein relativ hoher Pegel ist, eine weitreichende Überlappung auch der Stationen.